Die spinnen doch, die Römer. So sagt es Obelix das eine oder andere Mal in den berühmten Asterix- und Obelix-Comedy-Serien. Das Gleiche könnte man denken, wenn man das heutige Matthäus-Evangelium bzw. die Gleichnisse liest, die Jesus seinen Jüngern erzählt. Da findet jemand einen Schatz auf dem Acker und verkauft deshalb seinen ganzen Besitz, um diesen Acker und den Schatz haben zu können. Ein anderer verkauft alles, damit er eine besondere Perle besitzt. Aber wer verkauft schon sein gesamtes Hab und Gut für einen Schatz bzw. für eine Perle? Was hat man von einer Perle? Man hat weder ein Dach über dem Kopf, kann sich nicht waschen, noch hat man Geld, um sich etwas zu essen oder Kleidung kaufen zu können. Natürlich wissen wir nicht, was sich genau hinter dem Wort Schatz im Evangelium verbirgt. Würden wir aber alles hergeben, um einen Schatz besitzen zu können? Ich glaube, es kommt ganz darauf an, was man mit dem Begriff Schatz verbindet. Wenn Jesus uns sagt, dass es mit dem Himmelreich genauso ist wie mit einem Schatz, dann klingt das erst einmal recht simpel. Jedoch möchte er uns verdeutlichen, wie besonders das Himmelreich für uns ist. So besonders, dass wir es gegen nichts Materielles eintauschen können. Denn ein Schatz muss längst nicht etwas materiell Wertvolles sein. Es kann auch etwas mit einem emotionalen Wert zu tun haben. Ein Schatz kann auch eine Person sein. Das Wort ist ja auch ein beliebter Kosename für den Partner oder die Partnerin. Heute gedenken wir der heiligen Anna und dem heiligen Joachim. Sie sind die Eltern Marias, der Maria, die später einmal Jesus in einfachsten Verhältnissen auf die Welt gebracht hat. Anna soll den Schriften nach, wie auch Maria, in unbefleckter Weise, also ohne Erbsünde, Maria empfangen haben. Ihr schenkt Gott einen großen Schatz. Jedes Kind, das auf die Welt kommt, ist für uns ein Schatz, den Gott uns schenkt. Und doch hat ein Kind keinen materiellen Wert, selbstverständlich aber einen emotionalen Wert. Es ist das eigene Kind, das eigene Fleisch und Blut, und es kann durch nichts ersetzt werden. Wenn wir also vertrauen, dass Gott uns geben wird, vielleicht überdenken wir das ein oder andere Mal, ob wir Dinge kaufen. Vielleicht weniger den Massenkonsum, als die besonderen Dinge wertzuschätzen. Auf das Kleine zu achten, zu schätzen, was wir haben dürfen. Auf den Satz zu achten, den uns unsere Eltern, Partner oder Freunde gesagt haben und uns wichtig ist. Die Umarmung, die wir von einem lieben Menschen bekommen. Die Kleinigkeit, die wir geschenkt bekommen. Das alles wird dann zu einem persönlichen Schatz, wenn wir es wollen bzw. es zulassen. So kann das Himmelreich für uns ein Schatz werden, wenn wir diesen Schatz Gottes annehmen. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen Ihr Gemeindeassistent Andreas Juncker.